Schießt du? Wieso schießt du? Henna. Okay. Ich wollte ja erstmal hier rein, nicht? Es ist halt nur die Frage, ist meine Tarnung aufgeflogen wegen diesem Kunden oder nicht? Wieso bemerkt er mich? Ich war doch ganz leise. Ganz ruhig. Scheiße, wieso sind hier zwei von denen? Man müsste meinen, wenn man in so einem Morast kniet. Dass man ganz schön Probleme hat hier mit dem Sauerstoff. Wenn er stickend da ist, aber naja. Agent 47 hat damit keine Probleme. Nein, kein Verdacht, komm. Bleib wieder ruhig. Kein Verdacht, kein Verdacht. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich, lass mich doch in Ruhe, hab ich gesagt. Wir müssen das immer ganz von vorne machen. Weil ich es irgendwie voll verhunzt habe. Um da reinzukommen! Diese Bauern. Bei Bunkermissionen kam ich irgendwie nie zurecht. Das habt ihr ja auch in Moskau gesehen, ne? Da wieder ein Kunde unterwegs. Call of Duty Style, wenn der kommt. Nee, Quatsch. Okay, wir warten nochmal einen Moment. Ja, man hätte auch rein theoretisch hier ganz außen lang gehen können. Whee! Ich hab Spaß mit der Karte. Na komm. Beeil dich jetzt mal. Mensch. Meine Güte. Was ein Trödelhain, der lässt sich aber auch voll Zeit hier. Wieso hast du mich bemerkt, Penner? Ja, es geschieht dir recht. Zuck schön weiter. Aber immerhin liegt er richtig. Da wollte ich ihn haben. Vor allem sein Kumpel bleibt jetzt stehen, oder was? Willst du jetzt da stehen bleiben? Soll ich was sagen? Was ich mach? Reinkommen. Gut. Der hat mir keine Wahl gelassen. Normalerweise sollte man ein Stealth-Game nicht so rabiat spielen. Aber naja. So ist das nun mal, ne? Meine Spielweise. Okay.
Damit haben wir das erste Einsatzziel erreicht. Mal schauen, wie wir uns beim Rest einstellen. Kein Verdacht, Jeffin. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Nicht austicken und übermütig werden. Was zum Geier? Na super, okay, das müssen wir nochmal machen. Ich verstehe nicht, warum die so austicken. Die haben nicht mal das im Schrank. Die Aale Babsig. So. Nach unserem nicht so leisen Eingang. Ja! Chill doch! Chillt doch. Sag mal, was soll denn das? Einmal schießen die hier auf mich, diese Deppen. Ich bin nur einer von euch. Haltet mal den Ball flach, Kollegens. Wir müssen es mal anders versuchen. So. Run, 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 run. Schauen wir uns die Karte erstmal an. So, da lassen wir uns hier runterfallen. Oder gehen runter. Und jetzt ganz leise hier durch. Du musst natürlich jetzt hierher gucken, ne? Aber er bemerkt mich nicht. Auch eine gute Sache. Ich brauche das Nachtsichtgerät, weil auch hier, das kann ich ja schon mal verraten, gibt es wieder eine Stelle, wo wir den Saft abdrehen dürfen. Aber nicht, wenn diese Kunden da oben die ganze Zeit aufpassen, was ich mache. Schön leise. Sneaky. Denn ihr wisst ja, I sneak sometimes. So, wer damit nichts anfangen kann, so heißt ein amerikanischer Let's Player. Geht doch. Gimme dat. Dankeschön. So geht's doch auch. Okay, schauen wir mal gerade weiter auf der Karte, wo ich hin will, nach da hinten. Das ist ein Stromkasten, das weiß ich auswendig. Das ist voll rassistisch, nur weil ich nicht so aussehe wie ihr. Dass sie hier so austickt. Macht sich Gerät schon mal auf. Die merken aber auch nichts irgendwie. Irgendwer hat ihn wieder eingeschaltet. Ist ja schon gut, ich verzieh mich. Wie komme ich an dem am besten vorbei?
Ich weiß wie. Ich versuch's jetzt einfach mal so. Am besten speichere ich mal hier ab, weil ich es nicht verhunzen will. Soweit schon mal zu sein und dann daran zu scheitern. Die Kerle machen mich teilweise voll fertig hier, ey. Gibt's gar nicht. Ich bin froh, wenn ich die Afghanistan-Mission hinter mir habe, weil die sind schon ziemlich schwierig im Vergleich zu allen anderen. So, und jetzt? Wieso geht's jetzt nicht weiter? Jetzt bin ich hier drin. Und tschüss. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier auch irgendwie rauskomme. Deswegen ging es natürlich nicht, weil der Aufzug auch mit dem Generator gekoppelt ist. Stimmt ja. Was? Einsatzziele nicht erreicht? 47, hier ist... Ach, scheiße, ich habe vergessen, diesen Yusei... ich habe vergessen, diesen Typen zu töten. Ah... Nehmen wir den zweiten Safe nochmal. Beseitigen wir den erstmal. Dann speichere ich ab. Es ist ja kein Problem mit dem Generator, das zu regeln. Dann kümmern wir uns als erstes um den, nachdem ich das Nachtsichtgerät mir besorgt habe.